dann auch entsprechend gesagt. Deshalb fange ich mal mit den Feuerwehrkameraden an, die dabei sind. Die Freistadt-Brandinspektoren mit der Spitze Martin Trost natürlich. Freue mich, dass der Wehrführer selbst dabei ist und finde es einfach toll. Und natürlich mit seinem Stellvertreter, Entschuldigung, habe ich jetzt in der Lücke nicht gesehen. Freue mich über die Geduld, die er hatte. Ich komme gleich nochmal zurück, habe es am Samstag ja auch schon mal gesagt. Freue mich natürlich auch, dass der erste Kreisbeigeordnete mit dem Kreisbrandinspektor hier mit dabei ist. Freue mich, dass der Bereich Politik abgebildet ist dabei, mit dem Stadtverordnetenvorsteher an der Spitze, der erste Stadtrat mit dabei. Freue mich, dass die Unternehmer mit dabei sind, kommt da sicherlich auch gleich noch mit dazu. Und natürlich ja, die wichtigste Person, mein Bauamtsleiter, wenn ich das mal so sagen darf, zusammen mit Herrn Buch, die diese Maßnahmen alle entsprechend vorbereitet haben. Ich freue mich ganz besonders, dass die Presse dabei ist. Wir hatten heute Morgen erst das Gespräch. Er will daraus einen zweiseitigen Artikel machen. Eine ganze Ausgabe. Okay, also ein Sonderblatt entsteht. Ja, wir hatten heute Morgen eine andere Diskussion, aber alles gut. Wir verstehen uns weiterhin. Und die Presse natürlich ganz besonders auch dich mit dem Video dabei, dass wir dort das auch verkünden können, was passiert hier in Frankenberg. Und ich will vielleicht nochmal zurück, weil es häufig ja heißt, warum passiert was in der Kernstadt? Das ist ja immer so eine Diskussion, die wir führen, warum passiert nichts dort? Wir haben eine Untersuchung durch den TÜV gehabt, ich muss das nochmal ganz klar sagen, und Herr Buch wird mich entsprechend verbessern, wenn ich was Falsches sage. Und dort war es so, dass herauskam, wenn bei dem Stützpunkt in Frankenberg, der Kernstadtwehr, wo wir jährlich 180 bis 220 Einsätze fahren, denn die haben gar keine Zeit, sich über sowas Gedanken zu machen. Wir wollen was Neues. Die sind nämlich mehr im Einsatz, als dass sie sich darüber Gedanken machen können. Braucht man was Neues oder nichts? Dort ist es der Fall gewesen, dass herauskam, wenn ihr nichts Grundlegendes am Stützpunkt tut, dann werden wir euch den Stützpunkt sperren. So war das Ergebnis. Bei anderen gab es auch kleinere Defizite, die wurden abgestellt, aber bei keinem Stützpunkt, bei keiner Feuerwehr war es so extrem wie hier, wo die Arbeit geleistet wird. Das will ich noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Denn es geht nicht darum, wer am lautesten schreit, sondern dort, wo die Notwendigkeit am größten ist. Und ich glaube, da sind wir als Verwaltung mit der Gemeinwohlökonomie, die uns im Hintergrund natürlich ist, so aufgestellt, dass wir auch wissen, was wir dort tun und sinnvoll machen und notwendig machen, was auch tatsächlich ist. Aber am Ende des Tages haben wir dann mal gegenübergestellt, was macht am meisten Sinn? Geht man in einen Bestand hinein oder macht man weiter in einen Neubau hinein? Und es ist ein Neubau herausgekommen. Das ist aus meiner Sicht auch heute noch die einzig zielführende Sache, weil dort an dem Standort, wo wir bis heute noch sind und auch bis Ende nächsten Jahres noch sein werden, ja auch, Karl, ich gucke dich mal an, das DRK ist, was noch Bedarf hat. Wir haben die EGF, die hat Bedarf. Wir haben das THW, die haben Bedarf. Also das heißt, da kann man dann von dem Bereich, wo 4 Einheiten heute sind, mit freien die Effizienz steigern. Auch das galt es natürlich zu bewerten dabei. Und am Ende des Tages auch die Einnahmen, die wir generieren, natürlich mit dieser Fläche auch wieder gegenüberstellen können und das auch sinnvollerweise machen können. Das vielleicht im Vorfeld noch einmal dazu, dass man das auch mal klar verstehen kann, was sind die Maßnahmen, weshalb war was eingeführt. Und wenn ich dann an den Stadtbrandinspektor zusammen mit der Wehrführung denke, wie sehr zuverlässig das lief, dass wir gesagt haben, Mensch, brauchen wir den Feuerwehrturm heute? Müssen wir den gegebenenfalls in 2 bis 3 Jahren wieder abreißen dabei, um ihn wieder neu zu bauen. Auch dafür sage ich wirklich vielen herzlichen Dank den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, habe es am Samstag schon gesagt, für das Vertrauen, was man in die Verwaltung, was man in die Politik gesteckt hat, dass man sagen kann, wir machen heute hier den Spatenstich. Heute auch im kleinen Kreis, das habe ich auch der Feuerwehr am Samstag gesagt, im kleinen Kreis, möchte ich eher sagen, im kleinsten Kreis, denn wir wollen natürlich die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden mitnehmen und das wollen wir dann mit der Grundsteinlegung machen. Die wird vermutlich im August so ungefähr sein. Da werden wir das dann machen. Es gehört sich bei so einem Bau, wo wir 9,3 Millionen investieren wollen,
auch dazu, dass man sich dort mal mit der Tageszeitung verewigt. Vielleicht nehmen wir dann von heute schon den Artikel dazu oder das Sonderblatt dann dazu. Das können wir dann alles machen, damit man auf Dauer auch sieht, Mensch, was ist hier passiert in Frankenberg. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, du hast es mir leicht gemacht, du hast alles schon mal erwähnt, auch das, was wir dazu beitragen. Insofern kann ich mich tatsächlich kurz fassen. Ich will vielleicht mal Folgendes sagen. Die Errichtung von neuen Feuerwehrstützpunkten passt in die Zeit. Notgedrungen passt sie in die Zeit. Wir kennen ja Jahre, meine Herren, da hat man gerade auch in der Kommunalpolitik oder auch in der geneigten Bürgerschaft überlegt, ist das alles erforderlich? Brauchen wir diesen Invest? Brauchen wir diese Vorhaltung und die Kosten, die die Feuerwehr nun mal hervorrufen? Aber in den letzten Jahren hat es ja dazu einem Umdenken geführt. Wir haben nach wie vor das Thema Brandschutz zu erfüllen, aber immer mehr steigen die Anforderungen im Bereich der allgemeinen Hilfe. Verkehr ist ein Thema und es gibt viele andere Themen. Und ich spreche ja gleichzeitig auch für meinen Kollegen und Mitarbeiter, den Kreis Brandenschwechter Gerhard Biederbick. Wir bekommen auch das Thema Katastrophenschutz neu vermittelt. Natürlich auch durch die Ereignisse, die gerade virulent sind im Osten Europas, Stichwort Ukraine, aber schon viel, viel länger durch Themen wie Ernährungsvorhaltung, wie Vorsorgetreffen, wie Naturereignisse, Hochwasser, Sturmschäden und Ähnliches, wie wir das gehabt haben. Also das nimmt neuen und breiten Raum ein und dafür brauchen wir gute Feuerwehren, engagierte Feuerwehren. Und unsere Aufgabe im kommunalen Bereich, darauf will ich es mal beschränken, ist ja, lieber Rüdiger, ich weiß, dass ihr das in Frankenberg auch lebt, dass wir die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, dass das Ehrenamt, ohne das Ehrenamt wäre das gar nicht möglich, so gute Arbeitsmöglichkeiten und Wirkungsmöglichkeiten hat, wie immer das möglich ist. Und dann soll das Ganze ja auch noch möglichst unfall- und gefahrenfrei von Stadt gehen. Das sind die Rahmenbedingungen. In diesen Rahmenbedingungen bewegt sich die Stadt Frankenberg mit diesem Bauprojekt aus unserer Sicht in hervorragender Weise. Es war die richtige Entscheidung, auf der grünen Wiese neu zu bauen, weil man dann auf Bestände und sowas nicht Rücksicht nehmen braucht. Und man kann modernen Anforderungen genügend dann auch ein Bauwerk errichten. Wir haben das von unserer Seite stets positiv begleitet. Wir müssen ja dann die Stellungnahme abgeben zum Förderbescheid des Landes. Wir müssen sehen, dass unsere Kreisgremien die von dir erwähnten nötigen Mittel bereitstellen. Und das haben wir gerne getan. Und ich gehe auch davon aus, bei der Leistungsfähigkeit der Stadt, dass das Bauvorhaben in dem beabsichtigten Zeitrahmen auch verwirklicht wird. Und das ist auch gut so. Ich will nur noch mal betonen, wir als Landkreis benötigen die Stadt Frankenberg wie andere Städte im Landkreis auch, weil sie den Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes nachkommen. Im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes haben wir hier auch Fahrzeuge stationiert. Auch die brauchen ein Dach über dem Kopf und die brauchen Martin, Menschen, die das Fahrzeug auch mit Leben erfüllen. Und deshalb haben wir auch das Interesse daran, dass hier in Frankenberg für den überörtlichen Brandschutz auch etwas Wichtiges geschaffen wird. Und insofern sind wir beide heute gerne gekommen. Wir wertschätzen die Entscheidung, wir beglückwünschen am Ende des Tages auch die Gremien und dann später, wenn es mal fertig ist, die Bürgerinnen und Bürger, dass sie so eine tolle Einrichtung hier in die Stadt bekommen und wünschen dem Bauverlauf alles Gute, möglichst keine Unfälle und dass sie das einhalten können, was die Feuerwehren sich wünschen und wie der Bürgermeister gesagt hat, Jahreshauptversammlung unter Dach. Vorsichtig, das ist viel Schatz drücken, das ist nicht. Auf 3, 1, 2, 3. Herr Tscherner, wer fühlen wir hier in Frankenberg? Der erste Kreisbeigeordnete hat es angesprochen. Der klassische Feuerwehrauftrag Brandschutz hat sich in den letzten Jahren gewaltig gewandelt. Das heißt, aber auch mehr Technik, mehr Ausrüstung, mehr Schulung. Ja, natürlich, die Herausforderungen der Zeit gehen auch an der Feuerwehr nicht vorbei. Die Einsätze gehen, wie Sie gesagt haben, auch mit dem Schwerpunkt Richtung Hilfeleistung und dementsprechend natürlich auch die Komplexität der Ausrüstung und Ausbildung und dementsprechend auch die Anforderungen an ein neues Gebäude. Die Technik der Feuerwehren hat sich drastisch weiterentwickelt, angefangen von den Fahrzeugen, die sind heute
Emissionsfahrzeuge, dann aber auch über zum Beispiel Drohnen mit Wärmebildkamera und so weiter. Das heißt auch für den Wehrführer und seine Kameradinnen und Kameraden permanente Weiterbildung, auch im technischen Bereich. Ja, das natürlich, und auch das Thema Digitalisierung geht an den Feuerwehren nicht an den Feuerwehren vorbei. Wie Sie bereits sagten, Drohnen, Wärmebildkameras, aber auch Tablets und EDV zur Einsatzabwicklung gehört da heutzutage dazu und dementsprechend auch ein Stück weit Spezialisierung der Feuerwehrleute auch in diesem Bereich. Ändert aber nichts daran, dass es immer noch die klassische Feuerwehrausbildung gibt, die es auch unbedingt braucht. Na klar, das Handwerk, das Feuerwehrhandwerk, das klassische, das ist natürlich Grundlage allen Handels. Mit dem neuen Gebäude gibt es natürlich auch neue technische Möglichkeiten, angefangen von der Unterstellung. Freut sich der Wehrführer drauf, wenn hier das moderne Gebäude mit modernen Fahrzeugen dann bestückt ist und in Betrieb genommen werden kann? Ja, natürlich. Also da freue ich mich persönlich sehr drüber, aber auch die ganze Feuerwehr. Das ist schon was sehr Besonderes, da dabei sein zu dürfen, wo so ein tolles neues Gebäude entsteht. Und da freut sich die ganze Feuerwehr, die ganze Stadt Frankenberg drauf. Vielen Dank.